Schwerin-Sport tief wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. 6 Mannschaften haben sich für das Landespokalfinale im Badminton qualifiziert. Am vergangenen Sonntag kam es dann in der Landeshauptstadt zu den heißen Duellen am Netz. Einer der klaren Favoriten, der BSC 95 Schwerin. Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein Jubiläum und schaut heute stolz auf den beschrittenen Weg zurück. Zuversicht auch beim Pokalfinale. Wir sind zufrieden mit unseren Ergebnissen, weil wir einer der Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern sind, die die Jugend auch überregional schicken kann. Also wir haben 4 Spieler, die auf der Norddeutschen teilgenommen haben. Wir haben in der Landesliga der höchsten Spielklasse den 3. Platz belegt. Heute sind wir beim Landespokal. Da durften wir letztes Jahr den Sieg einstreichen und wollen den heute dann verteidigen. Im Kampf um die begehrte Trophäe durften die Schweriner Badmintonspieler auf eigene Stars setzen. Fabian Bebernitz belegte vor kurzem den Platz 5 der deutschen Meisterschaften. Dort durfte der 14-Jährige viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Ein wesentlicher Vorteil für die ganze Mannschaft. Es war eine neue Erlebung. Also jetzt von MV auf die Deutsche war schon ein ziemlich großer Unterschied, weil MV ist Badminton nicht gerade das Allergrößte. Oder es gibt nicht gerade so viel Konkurrenz und da war die Deutsche schon eine ziemliche Steigerung. Aber es war noch im Bereich des Möglichen und deswegen konnte ich auch noch auf den 5. Platz kommen. Eine weitere Stärke des Schweriner Vereins, eine immer gut funktionierende Jugendarbeit. Im Unterschied zu den anderen Sportarten gibt es ausgerechnet im Badminton keinen Nachwuchsmangel. Hinzu kommt eine strategisch konsequente Gewinnung von neuen Jugendspielern beim BSC. Wir haben ein paar Schul-AGs, wo wir dann ganz aktiv dabei sind und Akquise betreiben, darüber hinaus Veranstaltungen. Und wir versuchen halt in der Presse dann auch ein bisschen präsent zu sein und oft einfach durch Hörensagen, Mundpropaganda auch. Ja. Einer der Gegner mit guten Aussichten auf den Pokal, der BSV Einheit Greifswald. Seit 1990 spielt der BSV in der Regional- und Oberliga. Mit den vielen Meistertiteln in der Altersklasse gelten die Hansestädter als der erfolgreichste Badmintonverein Deutschlands. Doch was macht einen guten Badmintonspieler aus? Weil Badminton alles abverlangt und auf jede Partie des Körpers eingeht. Also sowohl auf den Geist, sag ich mal, als auch auf den Körper eben. Und man braucht die Schnelligkeit eines Sprinters, man braucht die Kraft eines Gewichthebers und ja, da ist irgendwie alles miteinander vereint. Allen Mühen zum Trotz, dieses Mal hat es für die Schweriner nicht ganz gereicht. Den Pokal durften die Greifswalder mit nach Hause nehmen. Der BSC belegte den Platz 2. Woran die Niederlage liegen könnte, Fabian Bebernitz hat seine Meinung dazu. Also spielerisch waren eigentlich alle auf derselben Höhe, aber mental sind halt viele Leistungszentren von anderen Städten halt weiter als wir. Immerhin bleibt den Schwerinern deren wichtigste Stärke erhalten, der junge Kader. Auf solche Spieler wie Fabian kann der Verein auch künftig zählen. Bis zum nächsten Pokal gibt es noch genug Vorbereitungszeit. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.